Man sollte doch annehmen, dass es in der Touristikbranche boomt. Umso mehr erstaunt es, dass nun die FTI Touristik GmbH Anfang der Woche beim Amtsgericht München Insolvenzantrag gestellt hat. Das Unternehmen ist zahlungsunfähig und wahrscheinlich auch überschuldet. In diesem Video möchte ich mit den Gründen und Hintergründen dieser Entwicklung befassen. Hallo und herzlich willkommen bei Insolvenz TV Horion. Mein Name ist Ulrich Horion, ich bin Rechtsanwalt in Dresden und ich arbeite bundesweit im Insolvenzrecht. FTI Touristik ist ein Global Player in der Touristikbranche. Er ist der drittgrößte Reisekonzern in Europa mit einem Umsatz von zuletzt 4,1 Milliarden Euro, 11.000 Mitarbeitern und einem Marktanteil von 15% in Deutschland. Die Krisengründe werden wie folgt benannt. Erstens die Corona-Krise. Durch die Corona-Krise ist praktisch ein Ausfall der Geschäftstätigkeit entstanden durch behördliche Maßnahmen und so weiter. Also der Geschäftsbetrieb ist zum Stillstand gekommen. Hier hat der Staat den WS-Fonds, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aufgelegt und von diesem Fonds hat FTE Touristik 595 Millionen Euro erhalten. Das Geld war rückzahlbar mit Verzinsung, also anders als im Mittelstand die Corona-Hilfen. Bei den Corona-Hilfen im Mittelstand war es so, dass die Unternehmen Gelder behalten durften, wenn nachweislich Umsatzeinbrüche entstanden waren. Der FTI-Konzern hat ca. 95 Millionen Euro zurückbezahlt. Nun ist ihm die Luft ausgegangen. Wenn man bedenkt, dass das Ganze nur ein Kredit war, dann muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die Rückzahlung aus den Umsatzerlösen der Geschäftstätigkeit nach Beendigung der Corona-Krise ja generiert werden mussten. Das ist mutmaßlich nicht einfach. Zweiter Krisengrund, das Geschäftsmodell. Die FTE Touristik hat eine äußerst aggressive Geschäftspolitik betrieben, also Preise, Dumpingpreise und am Ende pro Reise kaum Gewinn erzielt. Dritter Krisenpunkt, die Bilanz 2022. Die Bilanz wurde Anfang 2024 veröffentlicht und das Ergebnis war eine Katastrophe. Das spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Mit der Bilanz ist ein Vertrauensverlust in den Geschäftskreisen einhergegangen. Seitdem verlangen viele Leistungserbringer, sprich Hotels, an Ziel- und Urlaubsorten Vorkasse. Diese Vorkasseanforderungen haben natürlich die vorhandene Liquidität des Unternehmens noch einmal stark in Mitleidenschaft gezogen. Ja, unter den Gerüchten, negativen Gerüchten, ist dann als fünfter Punkt der Rückgang von Buchungen tatsächlich zu verzeichnen gewesen, sprich damit auch eine Reduzierung der Umsätze. Sechster Punkt, die Eigenkapitalquote lag zuletzt nur noch unter 3%. Diese Quote reicht nicht aus, damit ein Unternehmen, sagen wir mal, wirtschaftlich sicher arbeiten kann. Siebter Punkt, es gab Gerüchte und dann gab es auch wahrscheinlich eine Vereinbarung mit einem US-Investor, der das Unternehmen für 1 Euro kaufen wollte und anschließend 125 Millionen in das Unternehmen reingeben wollte. Daraus ist aber nichts geworden. Das Problem der FTI-Touristik ist dann am Ende offensichtlich kein Branchenproblem, wie ich eingangs gesagt habe. Es boomt ja die Touristikbranche. Wenn man den Konkurrenten Altours sieht, da ist es so gewesen, dass der Eigentümer immer wieder Gelder ins Unternehmen gesteckt hat. Ja, welche Rechte die Verbraucher haben, die Reisenden oder die Urlauber, die Reisen gebucht haben, das erfahren Sie, das erfahrt ihr auf gesonderten Mitteilungen. Und ja, damit bin ich am Ende meines heutigen Videos. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich bereits jetzt auf das nächste Video. Tschüss!